So, willkommen zu einer neuen Folge Ramses Kitchen. Wir haben heute wieder was ganz Besonderes für euch vorbereitet. Ich war mit Pupsi nämlich im Kaufland unterwegs und da habe ich ihn gefunden, den TikTok Energy. Was auch immer das ist, keine Ahnung. Das ist kein Clickbait, sondern das Kaufland-Team hat sich dazu entschlossen, das einfach so aufs Produktschild zu kleben, was dort stand, für 1 Euro noch was, irgendwie TikTok Energy. Habe ich nicht verstanden. Das ist so eine Dose hier. Wir haben 2 Dosen. Eine für Pupsi, eine für mich, für Pupsi zum Probieren. Pupsi hat gerade ihre schon aufgemacht, hat einen Schluck probiert, gesagt, das schmeckt nicht. Habe ich gesagt, nehme ich gleich beide mit. Vielleicht kann ich ja beide in meinem auf die dicken Glas am Ende dann mir reinziehen. Was ist das aber genau? Ich habe keine Ahnung. Hier steht nämlich, eine Dose voll mit Shish. Ja? Eine Dose voll mit Shish. Hier steht Engi? Ich sehe. Wo heißt das denn Energie? Also, dass das Energy heißt, das mag ich noch zu bezweifeln. Ich erkenne nämlich nur NG. Vielleicht ist das auch einfach ein Fehldruck. Keine Ahnung. Dann ist hier irgendwie so ein. Hier ist so ein Rollerskater. Ganz komisches Design. Hier unten fruchtiger Boost. Auf diesem Logo eine Dose voll mit Shish steht hier unten nochmal mit fruchtig leckerem Geschmack Apple, Lemon, Blueberry und Elderflower. Was ist Elderflower? Googelt mal danach, schreibt es mal rein, wenn ihr das wisst. Hier auch nochmal ganz gemütlich, es steht sogar auch so drauf, hier ist auch die Internetadresse www.drink-ng.de. Also das heißt wirklich, das heißt nicht Energy, das heißt wirklich NG, Engi, keine Ahnung. 25 Cent Pfand. Erhöhter Koffeingehalt für Kinder und schwangere oder stillende Frauen nicht empfohlen. Hergestellt für NG Ventures GmbH Sickingenstraße in Berlin. Okay. Nicht enthalten, schlechte Laune, Smartphone, Ladekabel, Langeweile. Also hier steht, was alles in der Dose drin ist und was nicht enthalten ist. Ihr habt also hier kein Ladekabel, keine Langeweile, keine schlechte Laune und kein Smartphone. Pupsi hat gemeint, dass das irgendwie von einer Dame von TikTok ist, die mit TikTok berühmt geworden ist und jetzt auch ihr eigenes Getränk rausgebracht hat. Ich verfolge keinen TikTok. Habt ihr TikTok auf dem Handy? Schreibt's mal rein. Seid so ehrlich. Holt euch die Tracht. Prügel eures Lebens ab. Kennt ihr das? Von wem das ist? NG. Ich weiß es leider nicht. Ich mach das jetzt hier auch mal auf, um das mal zu probieren. Ich meine, von den Sorten her, also von den Zutaten, was da drin ist, finde ich sie eigentlich cool. Apfel. Apfel finde ich übelst genial. Apfelmilch, Apfel. Limo, Apfelzeug, Apfel, alles Mögliche. Also wenn mal jemand wieder irgendeinen Eistee rausbringt, mach doch mal einen Apfel-Eistee. Würde ich übelst feiern. Limone, Zitrone, naja, Blueberry in Kombination mit Apple, vielleicht ganz cool. Und Elderflower, wie gesagt, habe ich keine Ahnung. Eine Dose voll mit Shish, wir probieren mal einen Schluck. Gut, Pupsi hat gesagt, Laumers Käsekuchen. Kann ich nicht wirklich nachvollziehen. Irgendwie schmeckt mir das gerade wie Weintraube. Irgendwie ein bisschen säuerlich im Nachhinein. Das ist sehr schaumig. Apfel, Zitrone, Apfel kann auch säuerlich sein. Zitrone dabei, Elderflower, komme ich nicht drauf klar. Blueberry. Es riecht eigentlich sehr bärig, aber irgendwie insgesamt habe ich keine Ahnung, was ich jetzt damit anfangen soll. Wir schenken das jetzt mal hier ein. Es hat eine ganz zart rosane Färbung, also sieht aus wie, da gab es mal so Rosenlimonade, als der Bieronkel damals noch zu uns kam, nach Heisberg, kam der immer mit dem Bierlaster angefahren und hat dann immer Limonade verkauft, wo dort stand mit Rosengeschmack. Das hatte auch so eine leicht rosane Färbung. Fand ich auf jeden Fall immer sehr cool. Habe ich nun seit 30 Jahren nicht mehr gesehen. Jetzt haben wir das beides mal hier reingefüllt. Unsere
Engie-Dosen. Wer auch immer das kennt, wie gesagt, ich kenne es nicht. Sagt mir nix. Wir können euch die Färbung hier nochmal zeigen, wenn wir das mal so hochhalten. Seht ihr, wie genial das aussieht? Alles Farbmittel, Lebensmittel. Lebensmittelfarbe, irgendwas, keine Ahnung. Nochmal kaufen würde ich es, glaube ich, nicht. So zu probieren, okay, wieder mal Klicks auf Nacken von TikTok, kein Problem, aber nochmal kaufen, muss nicht sein. Sieht jetzt ja auch aus wie Spülmittel oben, weil die ganzen Perlen, die sie gebildet haben, total wie Seifenblasen, total glänzend und komisch aussehen. Ich werde mir das jetzt hier reinziehen, würde sagen, war's das von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal, bis dahin, Peace out, Vorhaut, euer Ramses. Wenn ihr das kennt, wirklich, probiert's mal, aber im Kaufland gefunden oder probiert's nicht. Eine Dose voller Shish. Bin ich mal gespannt, was ihr dazu sagt. Bisschen säuerlich.